Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Ich würde sagen, heute unsere größte Diabetes-Folge. Aber safe! Ja, ich glaube schon, okay, weil wir haben dort was im Internet entdeckt. Da muss man hin und das muss man gesehen haben, würde ich sagen. Weil das sieht so krass aus. Schlobi, was sagst du dazu? Bruder, ich bin die Schlemmermaus, Digga. Du bist die Schlemmermaus. Ich snack da jetzt alles weg. Sehr, sehr gehypter Laden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir drehen auch heute nur dort. Und macht euch auf was gefasst. Wirklich, die mit Abstand schönsten Sachen, die ihr jemals gesehen habt. Hundertprozentig. Wird krank. So, Schlobi, jetzt darf ich mal rücken. Wir sind hier in der Invalidenstraße. Und ich sag euch, da gibt es das bunteste Softeis, den buntesten Frozen-Joghurt, bunte Waffeln, Macarons, glitzernde Shakes. Und sieht aber sehr schön aus hier. Nein, dieser Laden ist es noch nicht. Mitkommen. In der Invalidenstraße, ne, du alter Invalid. Das ist ab hier in die Ackerhalle zur Rewe rein. Ich glaube, da ist es drin. Freue mich. Bin ja mal gespannt. Freunde, die wohl Folge mit dem breitesten Lächeln von mir beginnt jetzt hier einfach auch, ne? So, da sind wir wieder, wir beide. Na, hier vor Sunny Sue. Hat schon seit 2016, gibt's den Laden schon, morgen wissen wir nichts davon. Was? Das ist eine Schande. Also Freunde, guckt euch mal an, wie der Laden aussieht. Boah, das ist... Ich würde sagen, wir reden gar nicht viel. Wir füllen das Ganze erstmal ab. Wollen wir so ein bisschen Musik hinterlegen? Ich mach mal so ein bisschen Musik hinter. Zack, Alter. Ab geht's, Alter. Soll ich euch die zumachen oder wollt ihr das so haben? Wir machen so. Ja? Ja, ja. Unsere Glitzergetränke. Die schmeckt nach Aloe Vera Pfirsich-Geschmack. Ja. Und die haben auch einen geilen Effekt. Boah, krank. Nice, oder? Sehr, sehr geil. Clean. Kannst du mir kurz erklären, was das für Sorten sind? Ja, selbstverständlich. Hier haben wir einmal Cappuccino, Orange, Zitrone, Himbeere, Schokolade und Vanille. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Dank. Was bist du für ein Typ, Digga? Ich bin, glaube ich, mehr der. Was war das? Cappuccino? Ja. Und Zitrone gab es auch irgendwie, ja, gesagt, ne? Das war Zitrone. Ja, ne? Ich nehme Zitrone. Ich nehme Schoko. Dazu du hast noch nie einen gegessen, ich hab, ne? Ich habe gestern gesagt, ich habe noch nie einen gegessen. Weil die sahen irgendwie nie so appetitlich aus. Boah. Boah, oha. Wahnsinn. Mmh, so. Das sind richtig geile Macarons. Die sind voll frisch im Mund, ne? Wow. Du ein Cappuccino, Christoph? Gern gleich. Ey, der Zitronending hat richtig Wumms, Alter, ne? Die Macarons sind aber auch geil, ey. Wie so ein Vanilletörtchen fast, Alter. Das ist keine bezahlte Werbung, aber danke an Sunny Sue für diese schöne Einladung hier zum Essen, ne? Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Ey, wow. Komm, Christoph, probier mal. Was ist das? Black Vanilla Dragon Fruit mit Nuss-Nougat-Soße, Erdbeeren und Kinder. Boah, das ist für Schlobi. Eine Vanillewaffel mit Drachenfrucht und schwarzem Vanilleeis. So, Freunde, jetzt. Guckt euch den mal an. Guck mal, Schlobi, ich hab noch einen Löffel für dich. Na, komm mal her, komm mal du her. Komm. Ah, ich will eigentlich Digga, das ist ja mal, ja, das richtig. Das ballert dran. Ja alles weg. Boah, Dicker. Bruder, schmeckt es? Ich habe die Bilder gesehen und dachte mir, was so krass aussieht, wird dann bestimmt ein bisschen enttäuschen. Aber ey, ganz im Gegenteil. Das ist ja der Wahnsinn. Black Vanilla ist geil. Boah. Lass mich das jetzt probieren, ich sag's dir. Ja, das ist so unglaublich lecker. Ich empfehle jeden hierher zu kommen, wirklich jetzt schon. Digga, das ist so ein richtiges Schlovi-Ding hier, ne? So. Ah, kommt schon die nächste, wir hören, die Regie schreit. Boah, Junge, der Biss. Bro, wie frisch schmeckt das? Alter. Ich freue mich auf die Waffel. Alter, Digga, ihr habt einfach eine Mischung aus schönen gefrorenen Kinderriegel. Dann habt ihr dann eine richtig fruchtige... Ja, Frozen Joghurt Creme sozusagen. Und dann im Abgang diese leichte Süße von der Erdbeere nochmal. Und es ist nicht zu aufdringlich süß. Was haben die dir denn da hingezaubert? Eine Schokowaffel mit Schoko-Vanilleeis, eingelegten Cocktailkirschen und die irgendwelchen Gucci-Bären, keine Ahnung, Digga. Ich bin ja echt so, ja, der deftige Typ, ne? Aber die haben mich hier wirklich geflasht.
Meistens sind ja die Bilder aus dem Internet nicht so, wie man es dann in live sieht. Aber das ist Dani, ja ich will hier... Dani, ich will dich wirklich nicht unterbrechen. Wirklich nicht, aber warte mal kurz. Was kriegen wir da jetzt? So, hier ist eine Vanillewaffel mit Drachenfrucht, Mango-Eis, Cookie, nee, Caramel Crumble, Caramel Sauce und KitKat White. Also eine Menge Karamell auf jeden Fall. Freunde. Ja, Christoph, nimm mal kurz. Wissen wir ja nicht, wo man anfangen soll hier. Auch das passiert. Ist einfach abgehauen, Digga. Sorry. Ey, wir werden hier so verwöhnt. Erstmal Props an Sunny Sue, wirklich vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gebe ich mir hier mal einfach diese Cocktailkirsche mit dem Eis. Cocktailkirsche, Digga. Und Mangokerne. Bro, also das ist jetzt. Und dieser luftige. Der Teich ist der Hammer, weil der ist so, so luftig, so hohl irgendwie. Ja, wir haben so umgedreht, dass der innen drin luftig ist, Digga. Weil ich liebe ja Waffeln und die ist ja wirklich total geil. Guck mal, Stubi, die hat einfach nur direkt luftig. Was ist das hier? Weißer KitKat mit Crunchy Caramel, Karamellsoße und wieder fruchtigen Frozen Joghurt, Digga. Digga, weißt du, was das ist? So eine richtige Henkers-Mahlzeit, oder? Ey, aber safe. Aber einfach der Fakt, dass da Crunchy Karamell drauf ist, ist schon krank, ne? Komm, nimm mal einen Happen. Ich muss. Wir müssen anstoßen noch hier, komm, Alter. So, Bruder. Pow! Ey! Ist das Kirsche, Banane, irgendwie so? Ich mach's offiziell, wirklich. Jetzt mach ich mal den Schlowi, okay? Wie? Nee, wirklich? Es ist das beste Dessert, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Digga, geht auch nicht krasser, Digga. Geht nicht krasser. Das ist so fruchtig mit Karamellstücken drin und so. Das ist so lecker. Kommt alle her und sagt bei der Bestellung, ihr kommt von Wer will wie. Ja, sagt einfach, Wer will wie, fall uns geschickt. Wir kommen jetzt her und snacken. Die freuen sich. Ey, die sind super lieb. Der Laden ist, hier ist alles geleckt. Alles ist hier sauber. Die sind nett. Das Essen sieht aus wie auf den Fotos. Top Laden. Ja, einfach hier so bei Rewe drin. Aber der Frozen Joghurt überzeugt auch hart, Digga. Wirklich. Tobi, bist du glücklich? Ey, die kann sowas nicht glücklich machen. Mann, das ist alles hier. Ja, das habe ich noch gar nicht probiert. Ihr könnt hier auswählen zwischen Softeis oder Frozen Joghurt. Und vegan ist es auch noch. Nimm mal du dir. Also jetzt tun mir heute wirklich alle Leute leid. Also alle, die zugucken, tun mir wirklich leid. Freunde, ich sag euch, ich habe den geilsten Job der Welt. Sagt mir einen Job, schreibt es in die Kommentare, welcher besser ist. Da muss echt was kommen, dass das irgendwie getoppt wird in meinem Leben. Freunde, ich muss noch jemanden grüßen. Wir müssen noch jemanden grüßen. Hey, hi. Wir hatten ja in einer Folge das Watchtime-Gewinnspiel. Wer zuerst das Logo unten reinschreibt. Ich hab gar keine Zeit, jemanden zu grüßen. Ich grüße mal. Wartet mal kurz. So, die ersten zwei, die das Logo unten in die Kommentare gedonnert haben, bei welcher Uhrzeit war einmal der liebe Simon Hörsing. Simon Hörsing, ganz, ganz liebe Grüße von Blocky und von mir. Und die zweite Person war Alex Ulrich. Ganz, ganz liebe Grüße. Ihr habt auch jetzt wieder die Chance, in diesem Video gegrüßt zu werden. Haut mal euren Instagram-Namen einfach hier in die Kommentare. Einfach reinknallen, weil dann werdet ihr im nächsten Video vielleicht auch gegrüßt. Freunde, ich hab euch gerade einfach alle lieb. Ich möchte euch umarmen. Auch so ein bisschen krokantes Karamell über euch rüberstreuseln. Bisschen Smarties. Zusammen mit euch essen, ne? Na, wer sich wundert, warum wir im nächsten Video 5 Kilo schwerer sind. Und vielleicht an Diabetes Typ 2 leider Gottes erkrankt sind, dann ist das der ausschlaggebende Grund. Wirklich, leider Gottes schon. Boah, ist das lecker, Digga. Freunde, kommt hierher. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Wisst ihr, was mir hart positiv auffällt? Wie kommt man auf so eine Idee, Digga? Obwohl das so eine Schlacht ist von süßen Sachen. Wahnsinn. Guck mal hier, da ist Gott. Das ist ja Gott. Wahnsinn, Digga, Wahnsinn. Was ich sagen wollte, obwohl das so viele süße Sachen sind, sind einfach süße Sachen. Nein, es ist nicht aufdringlich süß, weißt du? Es ist trotzdem fruchtig. Ey, wir kriegen hier noch so einen Shake. Freunde, ja. Ich hol mal noch unsere Glittergetränke. Ja. Bist du glücklich, Schlobi? Digga, was ist das denn, Alter? Ja. Digga, die sind krank. Ey, ich will den auch mal so schütteln jetzt, einmal bevor ich ihn trinke. Digga, das ist einer meiner Lieblingsfolgen. So. Ich probier mal. Ist gut, Alter. Boah, lecker. So ein richtig frischer Pfirsich. Haut dir gleich in die Schnauze, das Ding. Schmettert. Schmettert. Na, Aloe Vera Stückchen, Digga. Alles klar. Ja, jetzt reden wir wieder auf wegen Corona. Wir sind noch ein Haushalt. Ja, sind wir. Eiskalt, Freunde. Richtig frisch. Pfirsich in die Schnauze und so ein paar Aloe Vera Stückchen.
Was sollen wir denn jetzt hier? Was ist denn das Endresultat? Ist einer was der ich glücklich bin, dass ich ein sehr glücklicher junger alter Mann bin. Wirklich einer der besten Dessertläden in Berlin. Bin ich der Beste. Also ich habe noch nicht besser Desserts gegessen. Gerade so go unterwegs, auf absoluter Hingucker. Vielleicht kennen ja die Zuschauer noch einen besseren an. Christoph, das war ein sehr guter Einwand. Wenn ihr irgendwas kennt, was auch sehr gut sein soll, unten in die Kommentare. Wir checken das aus. Blocky und ich, die Schlemmermäuse. Hallo. Heute mal auf entspannt ein bisschen einladen. Ich glaube, bevor Daniel noch ganz viel weiter ist und oder ich auch. Oder sollte man über den Bauch streichen, ne? Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach an der Stelle, oder? Müssen wir schon gehen? Also, möchtest du noch was? Daniel, hast du noch Hunger? Freunde, es war einfach lecker. Kannst du euch sagen. Ja? Komm, das war atemberaubend wie Asthma. Ja, hast du jetzt nicht gemacht, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werbe Beef Haut rein. Auch nochmal an das Team von Sunny Sue, vielen, vielen Dank. Ja, hat sehr lecker geschmeckt, sehr sympathische Menschen hier. Vielen Dank. Was ist denn hier immer? Wir sind von 10 bis 20 Uhr sind wir hier. 10 bis 20 Uhr. Von Montag bis Samstag. Genau. Sag nochmal die Adresse. Sunny Sue in Berlinstraße 158 im Rewe in der Ackerhalle. Geil, Digga. Einfach geil. Na? Jetzt sind wir aber wirklich raus, ne? Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Dank. Und Blocky und Schlovi bei Instagram folgen und Sunny Sue auf jeden Fall auch bei Instagram folgen. Blenden wir hier alles ein. Einmal eine Umarmung hier. Komm. Komm. So, guck mal, ciao.